Wer sich in der tunesischen Stadt Nebel nicht an Abstandsregeln hält, kriegt es mit Abdelhak Etlihi zu tun. Der 19-Jährige ist Handballschiedsrichter. Die gelben, roten und blauen Karten sind sein Beitrag, um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen. Ich tue, was ich kann. Ich hoffe, dass die Botschaft angekommen ist, dass die Menschen auf sich aufpassen und verstehen, dass das Virus sehr gefährlich ist. Manche Leute ärgerten sich über die Ermahnung, sagt Etlihi, doch die meisten Reaktionen seien positiv. Auch dieser Mann freut sich über das Engagement. Die Initiative des Handballschiedsrichters ist wirklich toll. Er ruft den Menschen die Abstandsregeln ins Bewusstsein. Viele Menschen sind sich nicht klar darüber, wie gefährlich das Virus ist. In Tunesien gelten wie in vielen Ländern Ausgangsbeschränkungen. Bis zum 4. Mai bleiben hier viele Geschäfte geschlossen. Nachts herrscht eine strenge Ausgangssperre.